15 Mal habe ich Wacker hiernach noch herausgefordert. Und 15 Mal habe ich gewonnen. Und hiermit begrüßt euch eure Scarlett Orisa, die jetzt gerade für Kingdom Hearts 2 Mix ihren Fail wieder gut machen muss, indem sie diese wunderbare Sache gesagt hat. Und nach einem riesigen Power-Training bin ich jetzt auf Level 9, kurz vor Level 10. Und ja, ich habe wirklich nach der Aufnahme angefangen, gegen Wacker zu kämpfen. Und ich habe 15 Mal gegen Wacker gekämpft. Und 15 Mal gewonnen. Naja, eigentlich war es 16 Mal und einmal habe ich verloren. Das lag aber auch daran, dass Papa in mein Zimmer gekommen ist, weshalb ich das nicht auf mir sitzen lasse. Diese Challenge zähle ich nicht mit. Ja, ansonsten werde ich euch jetzt nochmal einen Kampf gegen Wacker zeigen. Und danach noch gegen Tidus. Also gegen alle drei. Ich habe euch ja im letzten Part gesagt, dass das möglich ist. Und dann werde ich euch zeigen, was der Vorteil von diesem Kampf ist. Aber zuallererst reden wir mit dir. Lust auf eine Runde? Aber klar, wir sind zwar jetzt total overpowered, aber wir werden es mal zeigen. Dann werde ich euch auch gleich ein paar Fähigkeiten zeigen, die ich jetzt schon habe. Oder auch nicht. Scheint nicht zu klappen. Ist schon fast vorbei. Ja. Kein Gegentreffer, gar nichts. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das wehgetan hat. Mit dem Holzschwert eins über den Kopf gebraten bekommen. Ich musste halt diese Schmach vom letzten Part wieder gut machen, indem ich Wacker erstmal verkloppt. Na komm, Sora, kletter hoch. Danke. Na, Tidus, wollt ihr wieder verlieren? Ja, noch eine Runde, Sora. Na komm schon. Ihr drei gegen mich. Okay, du wolltest es so. Es kann sein, dass ich hierbei noch verliere. Das kommt mir nämlich manchmal vor. Achso, das ist eine Fähigkeit, die ich gelernt habe, die Rutschattacke. Dadurch können wir schneller zu einem Gegner hinrutschen und den dann angreifen. Meistens können wir dadurch auch Angriffe kontern. Das hat diesen Kampf natürlich um einiges leichter gemacht. Ansonsten habe ich hier noch Wacker gerade gestunt. Die beiden sind jetzt schon fertig, jetzt ist nur noch Tidus übrig und der müsste auch gleich Geschichte sein. Na, komm her. Na, du bist aber eine harte Nuss heute. So, das war's. Und gleichzeitig bin ich jetzt auf Level 10 gekommen durch die ganzen Tech-Erfahrungspunkte. Und hab natürlich nochmal einen schönen kleinen HP-Bonus bekommen. Ja, kannst du nicht verstehen, dass ihr verloren habt. Und wir haben eine Potion erhalten. Diese Potion erhält man im Übrigen jedes Mal, wenn man gewinnt. Deswegen habe ich auch 9 Potions. Und dann halt die 2 Baumstämme, das Seil, das große Laken. Alle Sachen für Kairi. Aber bevor wir zu ihr gehen, würde ich doch einmal vorschlagen, dass wir doch nochmal zu Riku gehen. Und uns noch einmal mit diesem netten Herrn prügeln. Wie sich das gehört. Ein kleines Duell unter Freunden möchte ich haben. Komm her, Riku, ich will dich verkloppen. Oh, ich weiß noch, als ich das allererste Mal Kingdom Hearts gespielt habe, habe ich gleich auf Profi gespielt. Und dann habe ich gegen Riku eine riesige Verluststrecke gehabt. Ich glaube, letzten Endes, nachdem ich alle Challenges mit Riku durch hatte und ich habe es so lange probiert, bis ich gewonnen habe, stand es am Ende 47 zu 0. Und ja, mit Riku hat man einen Death Counter. Was sehr lustig ist. Und dementsprechend ist es mir mal ein besonderes Vergnügen, Riku zu verkloppen. Komm mal her. Hey Sora, ein kleines Duell. Schnapp dir dein Schwert. Nein, noch nicht. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich muss ja hier noch die Ability Rutschattacke ablegen. Weil wenn wir hier von dem Plateau fallen, auf dem wir jetzt mit Riku kämpfen, kann es sein, dass wir verlieren. Achso, und das sind übrigens die Fähigkeiten, die ich habe. Neben XP Zero, was wir ja schon haben, habe ich die Rutschattacke gelernt. Halt auf einen weit entfernten Gegner zurutschen und angreifen. Im Übrigen ist das eine Fähigkeit, die erst mit Kingdom Hearts Chain of Memories dazu kam, beziehungsweise in Kingdom Hearts Final Mix. Die war also im ursprünglichen Kingdom Hearts nicht drinne, sondern erst Final Mix. Und Analyse ist, glaube ich, sogar aus Final Fantasy übernommen, bin ich mir gar nicht sicher. Zeigt die HP des Gegners an. Gut, und jetzt können wir uns Riku stellen. Kannst du haben. Ja, jetzt zeigt sich, wer Champion ist. Da hast du recht. Fertig oder nicht? Also, ich bin fertig. Die Frage ist nur, ob du fertig bist.
Oh, oh, scheiße. Aber für den Fall der Fälle habe ich sogar drei Potions. Ansonsten, diese Attacke mit der Beuge, die er gemacht hat, das ist seine Spezialattacke. Die zieht normalerweise richtig viele HP ab. So. Aber Rico ist fast down. Ach, wir sind ja nicht mal rot. Naja, liegt aber auch daran, dass ich Level 10 bin und dementsprechend mehr oder weniger overlevelt. Jetzt steht's 1 zu 0. Jawohl, Sora. Hat auch lang genug gedauert. Und gegen Rico erhalten wir auch jedes Mal eine Potion. Und entschuldigt, ich muss mal ganz kurz... mein Handy war nicht eingestöpselt, ist fast leer und mein Handy ist mein Timer. Deswegen musste ich ganz kurz Kabel reinstecken. Und jetzt gehen wir zu Kairi und beenden den heutigen Tag. Ich meine, wir haben uns geprügelt, wir haben alle Sachen für das Floß und wir haben mit Absicht langsam gemacht. Damit wir schön lange auf dieser schönen Insel bleiben können. Na gut, umarmen wir nochmal die Palme. Yay! Und warum wollte ich die Palme umarmen? Keine Ahnung, einfach so. Hm, das ist aber komisch, Sora. Danke. Ich, hier sind... Du hast also die Sachen gebracht. Super. Ich habe heute auch was gefunden. Das gehört dir. Eine High Potion. Super. Ich bin müde. Wollen wir für heute aufhören? Ja, lass nach Hause fahren. Ja, es ist schon spät. Machen wir morgen das zu Ende. Gute Idee, Kairi. Und jetzt kommt eine sehr schöne Szene, die ich total liebe. Oh, eine meiner Lieblingsszenen aus Kingdom Hearts. Die drei am Papu-Baum. So, Kairi's home is out there somewhere. Mhm. Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. Gute Idee. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just I've always wondered why we're here on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? Gute Frage, Rico. Suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Yeah, hot dog. Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kairi, thanks. You're welcome. Rico ist ein ziemlicher Nachdenker. Er will einfach wissen, Sora, warum er in der Welt gelandet ist. Oh! You wanted one, didn't you? A Paupu fruit. If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? Eine sternförmige Frucht. Ob Sora es mal probiert? Fragt sich nur mit wem. Naja, man wird es sehen und, oh! Wir sind jetzt an einem anderen Ort. Jetzt kommt nämlich der andere Teil von Kingdom Hearts ins Spiel. Disney! Und ich muss mich gleich zusammenreißen, nicht loszulachen. Wenn ich es doch tue... Bitte nicht meckern und in den Kommentaren erwähnen. Ich liebe diese Szene. Mann, ist diese Tür groß. Und am Ende geht er durch so eine kleine. Warum baut man so eine große Tür dann? Idiotisch. A
Entschuldigung, ich muss immer bei der Stelle lachen. Ich finde sie immer wieder lustig, egal wie oft ich die Szene sehe. Au! Blitzen Arsch jagen, du mich auch, Donald. Hey there, Donald. Good morning. We've got a problem, Dookie. But don't tell anyone. Ooh. Queen Minnie? Not even the queen. Daisy? No! It's top secret. Okay, oh. Donald. Good morning, ladies. What? Und jetzt stehen sie hinter ihm. Yo! Beste! Letzten Endes hat Donald nur darauf aufmerksam gemacht. So eine lustige Szene. Und ja, währenddessen hat auf den Destiny Islands ein neuer Tag angefangen. Wir landen einfach nur auf dem Steg und hier sind unsere Boote. Ich kann sie ja nochmal zeigen, die Boote, die drei. Und da steht wieder Selfie. Hey Sora, have you heard about the legendary power of the Paupu fruit? Ja. They say, if you share it with someone you really care for, it binds you together forever and ever, through eternity. Oh, irgendwie süß. It's so romantic. I gotta try it sometime. Eigentlich keine schlechte Idee, aber Selfie, du solltest dir gut überlegen, mit wem du sie teilst. Bis ans Lebensende mit jemandem verbunden zu sein, das grenzt ja schon fast an Heirat. Naja, eigentlich ist es mehr oder weniger. Es klingt für mich auf jeden Fall wie heiraten. Und Wacka, was hast du zu sagen? We are gonna do a little exploring today. Okay. You know, to the secret place at the base of that tree. There's gotta be something there, yeah? Eigentlich ja. Eigentlich müsste da eine richtig coole Erkundungstour sein. Na gut, reden wir noch mal kurz mit Tidus. Ja, wir reden noch mal kurz mit Tidus. I think you've gotten stronger, but odds are you're still no match for Riku. Ich glaube, du verwechselst Riku gerade mit mich. Mit mir. Ja. Das war gerade wieder so dieser kleine Gangster, der bei mir hochgekommen ist. Nein, Spaß. Das war geplant. Also, ich glaube, Tidus verwechselt mich gerade mit Riku. Ich meine, ich habe die beiden zu dritt angenommen. Ich habe sie besiegt, ohne groß Schaden zu nehmen. Ich habe Riku in den Arsch getreten. Bin ich etwa nicht stark? Ha, Tidus, du Vollidiot! Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich gehe jetzt schmollen und beende den Part. Bis zum nächsten, Leute. Bye, bye.